gerade auf dem Weg zum Feld 14. Gerade angekommen, werden wir noch ein kleines bisschen ausrichten hier. So. Wir nehmen jetzt unser Helferchen. Halt. Mal so, ja. Das ist ein bisschen besser. Das Auto ist jetzt umsonst hier unten. Hier haben wir jetzt so gut über die Hälfte drinne. Und den macht man jetzt wegfahren. Zur Wollerei oder zur Spinnerei. Das heißt also Kreisverkehr. Obwohl ich unsichtbar. Okay. Kreisverkehr und dann hoch. Dann lassen wir nämlich die Dings hier. Aber 4 Liter ist auch nie hier verschwunden. Tanken lohnt sich auch noch nicht. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das abladen müssen. Ob wir jetzt einfach mit einem Anhänger dran fahren können oder ob wir wirklich mit einem JBL vielleicht abladen müssen. Später kann man sich vielleicht 2 JBLs holen, aber das ist eine andere Zeit, über die dürfen wir noch nicht nachdenken. Wir müssen erstmal nachdenken, dass wir die Bank auszahlen müssen. Und unseren Träger irgendwann mal sauber machen müssen wieder. Denn so geht es doch nicht weiter. So, Spinnerei müsste jetzt eigentlich hier direkt oben irgendwo gleich sein. Gerne neue Spinnerei geradeaus, einfach gut. Bin immer gespannt, wie viel es dafür gibt, weil ich habe noch nie Wolle verkauft. Da man ja immer in Radler oder sonst irgendwas gebraucht hat. Oh, das sieht ja geil aus hier. Hier war ich noch nie auf der Map. So, hier ist die Spinnerei. Ich glaube, wir hatten jetzt 24, oder wie viel hatten wir jetzt gehabt? Hier wird abgeladen, okay. Jetzt mal kurz aussteigen, raus, ne, mal gucken. Das wird 200, echt jetzt? Zweihundert? Für den Aufwand. Das gibt's doch nie. So, nächstes Tier. 229. Also ich glaube, da müssen wir noch ein paar Dings holen. Sauer müssen die gemacht werden. Aber die sind trotzdem noch produktiv. Ich glaube, ich reite mich hier richtig in die Scheiße rein. Ich will noch mehr Tiere holen, damit es sich hier überhaupt lohnt, die Wolle zu verkaufen. Überlegt mal, ich habe jetzt hier locker über 100.000 eingesetzt für die Schafe und verdiene nichts. Ich habe 200 verdient. Ich hab $200 verdient. Oder 200 Euro. Was ist das? Guck mal, da habe ich sogar jetzt mehr Lohnzahlung bezahlt. Nee. Dann fahren wir den Zentor erstmal wieder hoch. So dass wir erstmal die Felder wieder bewirtschaften können. Oder? Könnte man machen, ja. Weil ich das mal jetzt auch einen Tiefladen haben, könnte man noch was mitnehmen. Das Auto, boah. Jedenfalls weiß ich jetzt, der Radler muss, der JBL muss nicht dabei sein. Mal hier ein bisschen gerade irgendwie.
Oh, hier steht er gut. Ja, dann sehen wir uns gleich beim Hof wieder. Sowieso. Wieder beim Hüfchen angekommen hier. Hängen wir uns gleich den Kuba dran, dass wir gleich hier loskubbern können. Natürlich wir nicht selber. Na, zu weit. Drehe, 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 rummi, rummi, rum. Dann müssen wir mal kurz auf die Map noch gucken. Weil ich wollte gerade sagen, es dreht sich beim Fahren mit. Das hätte mich jetzt ein bisschen gewundert. So. Dann fahren wir mal hier an die Kotzgrenze ran. Und lassen Hebel verfahren. So, 73%, gut, da kommen wir dann gleich. Wichtig ist jetzt Hilfefenster, Spielstand, Name, wie ist der Geier, was? Erstmal muss man gleich gucken noch. Baukosten, neue Felder. Einnahmen, Gebäude. Wo ist denn das hier? Verkaufte Wolle. Oh, es tut doch weh im Herzen. So, drei Stück sind wir da. Puh. Was sind drei? Was wollte ich denn? Achso, ich wollte hier hin. Genau. Feld 16 ist noch unser und das ist im letzten Wachstumsstadium. Okay. Ich wollte gerade sagen, hat es gerade angefangen zu regnen. Das wäre richtig, richtig übel gewesen. Jo, ich komme ja auch schon zu dir, Helfer, die. Ich glaube, du musst einmal noch rumfahren, damit ich abladen kann. Ja. Und wir brauchen unseren Dom, unseren Dom. Dann würde mich mal kurz interessieren. Wir fahren mal kurz gerade. So. Der ist fast voll, okay. Das ist nämlich wichtig zu wissen. Und hier machen wir, ja, es wird eng, dass wir mit ihm durchkommen, aber also ja, mal gucken, ob wir jetzt schon abladen müssen. Wir haben hier Weizen, haben wir. Warum haben wir Weizen hier angepflanzt? Das war 1%. Ich bin allgemein viel lieber der Fahrer hier, anstatt der Mäher. Muss man schon sagen, auch damals, wo man hier große Map und alles Mögliche, ich fahre viel lieber als Main oder so. Ist mir alles ein bisschen zu eintönig und beim Fahren ist es ein bisschen interessanter noch. So, wir fahren mal ein bisschen langsamer. Langsamer. So. Bleib stehen. Bleib doch stehen. So, weg mit dir. Aber schnell ist er nicht, überhaupt nicht. Nee, nee. So, dich müssen wir mal schnell wegfahren. Also wie es aussieht, könnten wir noch durchkommen, dass wir mit den zwei Hängern alles abernten können. Dann können wir aber auch gleich den noch schnell mal abhängen. Und könnten uns schon mal die Saatmaschine holen, dass wir schon mal sehen können. Ich hätte meinen Center gleich umgehen können auf grün. Obwohl grün soll die Forstwirtschaft am besten werden. Was wären dann die Tiersachen?
Jetzt die Düngemaschine. Die Sandmaschine ist hier. So. Dann würde ich sagen, war es das auch langsam wieder mit dem Part. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann könnt ihr ja sicherlich mal einen Daumen nach oben geben oder einen Kommentar schreiben. Oder sowas ähnliches. So, wir werden hier die Erbsen pflanzen, weil die können wir ja auch mit, wie heißt denn unser Trecker? Wir haben den Axial. Und der kann ja... Nee, nicht Case. Axia, wo ist denn der? Wo ist denn der? Ach so, doch, das ist er ja. Wir haben Case, ja. Der kann das ernten. Das ist gut. Hard Setup. Bandlaufwerk. Ach so. Okay, gut, dann machen wir hier den Helfer an. Und da würde ich sagen, lasst uns erstmal bei dem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch nach oben, wenn nicht den Daumen nach unten. Ich bin eigentlich bescheuert. Ich hätte hier dann irgendwann mal beladen können. Aber nein, man ist natürlich so bescheuert. Wir müssen auch gucken, wo wir nächsten Part abladen fahren. Weil viel Geld gibt es nicht. Leider. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.